mit diesem Bild. Fangen wir an. Hier ist die Kohleverladung. Der Zug ist auch falsch gut gefüllt, macht sogar Plus um eine Million. Also der läuft tatsächlich ganz gut wirtschaftlich. Auch hier unsere LKW-Linie, da liegt auch immer wieder Kohle rum. Ich weiß nicht, ob die Linie an sich Plus macht. Nein, aber gut, dann halt nicht. Wie sieht es hier vorne aus mit unserem Erz? Ja, es geht. Schleppend ist der Zug. Kommt der gerade oder fährt der? Der ist gerade eben angekommen. Und, oh lala. Oh lala. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, was machen wir heute? Also, unser Güterzug ist gerade dabei, das erste Mal hier unten anzukommen mit dem Öl, beziehungsweise hier ist gar kein Öl, aber idealerweise kriegt er dann mal irgendwann hier Öl. Ja, da produzieren die noch nichts, aber das liegt daran, dass vielleicht auch die Versorgungskette noch nicht allzu gut erschlossen ist. Was wir jetzt auf jeden Fall machen ist, wir bauen einen Bahnhof hier hin und führen da einen Zug dann hin, der dann praktisch das Öl aufnimmt, das Rohöl, und das dann weiterverarbeitet zu Öl. Was wir aber auch machen, ist mal Scott's Grove hier diesen Bahnhof setzen. Den habe ich mir jetzt schon vorher rausgesucht. Einmal hier rein. Zack. Und hier fehlt ein Gebäude. Passagiergebäude. Du kriegst mal das hier, ja, wobei ich hier fast mehr so ein etwas modernes hin, ne? Oder das passt eigentlich super hier hin. Waldbronn. Ja, das gefällt mir. Und dann würde ich sagen. Sorry. Städtische Straßen. Einmal hier rein. Und da rein. Denn unsere Personenzuglinie, nämlich auch hierhin erweitert, nach Scott's Grove. Aber das gleich oder am Ende der Folge. Erstmal werden wir jetzt hier gucken, dass wir diesen Güterzug weiterbauen. Und zwar brauchen wir Cargo, sagen wir mal 2, 320 Meter, weil warum nicht? Ein bisschen drehen. Perfekt. Gleise. Wir müssen hier eigentlich hier hin. Ja, das können wir sogar anschließen. Auch das muss jetzt nicht zwangsweise zweigleisig sein. Ach so. Aber wir machen es trotzdem zweigleisig. Signale. Irgendwo hatte ich doch noch Bahnübergangssignale. Sind das die Bahnübergangssignale? Nein. Ich hatte auf jeden Fall irgendwo noch Bahnübergangssignale geladen, aber vielleicht sind die bei den Assets dann. Oder hier bei den Wegpunkten. Ah, guck mal. BÜ-Signal. Können wir das mal hier setzen? Rechts. Wobei das BÜ-Signal müsste ein bisschen weiter weg sein, so hier so in etwa. Ne? Und auch, sagen wir mal, hier. Sehr schön. Jetzt bin ich schon wieder abgekommen von dem, was ich eigentlich machen wollte, aber jetzt haben wir hier ein BÜ-Signal. Und was wir noch nicht haben, ist die Signalisierung fertig. Ne, keine Wegpunkte. So. Einmal eine Weiche, die noch fehlt.
Jetzt aber. Ne. So. Ja, passt so. Und dann von hier nach da. Und das wäre dann Öl ML Verarbeitung. Jetzt werde ich aber kreativ. Scott's Growth. Ja, ich habe, glaube ich, schon jetzt meine Konvention, die ich eingeführt habe, mehrfach gebrochen, ne? Ja, das passiert. Es wird Zeit für ein Depot. Wo passt ein kleines hübsches Depot hin? Hier so. Gebäude. Depot. Nehmen wir mal dich, weil du passt hier nicht so mitten ins Land rein. Dann nehmen wir mal das hier. Packen wir es mal hier hin. Gleise. Dann einmal da rein. Da rein. Ja, immerhin, das passt. Noch so kleine Zwergsignale. Okay, dann kaufen wir uns mal einen Zug. Ich würde sagen, irgendwas Dieseliges wieder. Ja. Nee, das ist Vanilla. Hier, eine 203 von der SBB Cargo. Und dann brauchen wir jetzt hier jemanden, der Öl und Rohöl transportieren kann. Die haben wir schon. Ah, diesmal können wir die hier nehmen. Säuretopfwagen, oh ja. Haben wir noch mehr Oldschool-Zeugs? Nee. So, und du kommst auf Öl ML Verarbeitung. So, also was ist der Plan? Erstmal gucken wir uns den Zug an. Plan ist, dass wir jetzt von hier endlich mal irgendwann Öl bekommen. Ja, finally. Jetzt kriegen wir ein bisschen was. Oder hast du schon was dabei? Nein, doch ein bisschen sogar. Fahr nochmal zurück. Also, dass wir jetzt hier Rohöl bekommen. Die Linie müssen wir noch umbenennen. Nicht in Ölzulieferung, sondern in Rohöl. Nee, nicht RPH-Öl. Rohöl zu lieferen. So. Dann haben wir nämlich das. Dann wird auch das Rohöl wieder hier hingeliefert praktisch. Beziehungsweise das fertige Öl. Und damit, mit diesem fertigen Öl, da können wir jetzt nämlich ganz hübsch eine Güterzuglinie machen. Und zwar hier hin. Und dann haben wir fertigen Treibstoff. Dazu brauche ich ein Gütergebäude.
So, können wir hier eine Straße anschließen. Können wir. Na, dann ist egal. Angeschlossen ist es. Das ist das Wichtige. Und dann, ja gut, komm, die Straße können wir noch spendieren. Dass wir jetzt nämlich einen Zug hier rauf schicken. Und dafür nehmen wir die Gleise. So. Ach, das geht so schnell. Einmal. Zweimal. Signale. Ich mische hier übrigens bunt mit den Signalen. Das ist mir nicht so wichtig, ob das Signal technisch hier alles realistisch ist oder nicht. Gleise. Hier eine Weiche. Na, was ist? Ja, kein Weg. In die andere Richtung hätte ich auch noch gerne eine. So. Und dann von hier nach da. Und das wäre dann Treibstoff ML Zulieferung. Ich könnte diese Zulieferung auch komplett weglassen, ne? Ist egal. Scott's Grove. Ja, wobei. Ja, doch, ja. Passt so. Und mit dem Depot können wir da rein. Also, suchen wir uns mal wieder einen Lok aus. Hier eine 04. Na, wobei. Nehmen wir ein bisschen was Moderneres. Ja. Das ist doch ganz hübsch. Cargo. Und jetzt brauchen wir jemanden, der Treibstoff transportieren kann. Hier, ZACNS, die gefallen mir immer sehr gut. Und noch hier so ein Flüssigkesselwagen. Und du kommst dann auf Treibstoff. Ja, falscher Panto. Wobei, der hat nur einen, ne? Ja. Ich muss warten, weil der andere auch hier vorbeikommt. Hast du schon Lust gemacht? Nein. Aber hier liegt jetzt auf jeden Fall Rohöl. Sehr gut. Dann kann der das hier hochbringen. Daraus wird Öl gemacht und der bringt das dann hier vorne zur Treibstoffverarbeitung. Und dann können wir eigentlich Folgendes machen. Ja, was können wir denn machen? Wir setzen uns hier eine Stadt hin. Das würde ich gerne machen. Städte sind hier. Klein. Z
sehr gut. Du brauchst Treibstoff, kleine Bodungen. Ja, machen wir was Englisches. Little Bodungen. Das passt schon eher. Das klingt sehr englisch. Und da werden wir jetzt, wo willst du den Treibstoff hin haben? Dahin. Da werden wir jetzt einen Güterbahnhof mal hinpacken. Bei den Zügen. Gebäude. Güterbahnhof. Machen wir den 240 Meter. Eingleis. Ups. So. Zack. Einmal hier hin. Jo, das schütten wir auf. There is no need for a offshift. Da rein. Und ja gut, machen wir es direkt zweigleisig. Zwar, nee, komm schon. So, Signale. Und ab hier ist das signalisiert. Und dann kriegst du von hier aus Treibstoff. Treibstoff für Bodungen. Ja, das ist ein ziemlich bekloppter Name. Ich weiß. Okay, kommen wir mit diesem Depot da irgendwie hin? Nicht wirklich, ne? Nee. Gekauft. Sieht bekloppt aus. Gekauft. So, dann dieses Mal Diesel. Ich brauche ein paar Diesel-Loks. Eine 180. Cargo. Und du kriegst dann die hier und die hier und die hier. Und Treibstoff für den Bodungen. Wieso fährst du nicht so hoch? Ach so, klar, weil ja, okay. Ja.
Mein Fehler. So, nimmst du schon etwas mit? Ja, eins. Also es scheint zu funktionieren. Wie viel produzierst du hier so? Nicht viel. Du brauchst auch zweimal Rohöl. Tja. Tja. Wie läuft's hier so? Ah, Nahrungsmittel ML Arrowhead. Was machst du genau? Okay. Nimmst die Nahrungsmittel und bringst sie dann zur Güterzentrale. Okay, das ist schon mal gut, dass hier was liegt. So soll das sein. Sehr gut. Ich würde gerne einen Asset irgendwo hin platzieren. Nee, nicht so passend. Nee. Stellwerk. Stellwerk passt doch. Können wir dich hier hinstellen? Jawohl, das passt doch ganz gut. Verdient eigentlich irgendjemand hier Geld? Wo sehe ich das noch gleich? Nee, Moment, hier. Naja, ein bisschen immerhin. Immerhin. Dann würde ich sagen, ist es noch Zeit. Übrig, um unsere Personenzuglinie mal weiterzubauen. So, wo fährst du rein? In welches Gleis? In das hier. In dieses hier. So, weg mit dir. Weg mit dir. All diesen Gebäuden. Okay, so. Ja, okay. Das Gleis auch noch. Und das Gleis auch noch. So, die Gleise waren das, ne? Mit denen könnten wir eigentlich davor noch rein. Ungefähr so. Ja, noch Bahnübergang. Jawohl. Eigentlich hier vorne in die Gleise rein. Wie sieht die Weiche aus? Ziemlich dämlich. Na, ja doch, passt. Dahin und dann einmal anschließen.
Bitte keine Brücke. Danke. Einmal dahin. Signale hin. Ich würde sagen, das hier kann weg. Das ist zu nah. Das dahin und dahin. Das passt soweit. Dann signalisieren wir mal in die Richtung schon mal. Und hier noch eine Weiche. Ich würde sagen, wir können einfach einmal hier so rüberziehen. Mal so tun, als hätten wir so eine Art Gleisvorfeld. Dann haben wir einmal die Weiche hier von rechts und dann die Weiche hier von links. Dann einmal hier noch ein Signal. Da noch ein Signal. Und da noch ein Signal. Das passt. Dann sind wir hier, folgen unserer Güterlinie und zweigen dann aber sagen hier vorne ab. Ja. Einmal da rein. Die Straße einmal weg. So, wie kommen wir denn darüber? Können wir hier irgendwie so oben drüber und dann hier rein? Geht das? Steinwurm zu groß. Wie können wir denn sonst hier raus? Das geht nicht. Nee, das geht nicht. Mit einer Überwerfung. Oder? Weil? Nee. So vielleicht? Oh ja, kleiner Tunnel. Hier so. Jo, die gefällt mir. Ach, verklickt. Na, warum klappt das denn jetzt auf einmal nicht? Kaufen. So. Und dann würde ich sagen, machen wir hier mal eine Weiche. Mal hier hin, dahin, das Signal passt, hier eins, das passt, dann das hier noch weg. Okay, dann haben wir das eigentlich angeschlossen, genau. Dann einmal die Straßen hier zurückgeben.
Und einmal da rein. Jawohl, hier noch. Ja, passt eigentlich vom Bahnübergang. So, und dann einmal hier zurück zu unserer Personenzuglinie. Linie verwalten. Und zwar. Ja, ja, vor Arrowhead soll es nach. Ja, wobei, das gefällt mir nicht von den Linien her. Ich würde gerne, dass es dann Mondville startet. Ich mache das mal eben kurz. So. Jetzt nach Arrowhead. Na. So. Und dann nach Scotts Grove. Und dann wieder zurück nach Arrowhead. Was? Ja, der Zug. Dann ist es der RE Arrowhead Moonville SG für Scotts Grove. Ja, jetzt habe ich noch eine Abkürzung gefunden. Du dreh mal. Passt das so? Passt so. Gut, dann haben wir auch diese Personenlinie ausgebaut. Dann schauen wir ein letztes Mal noch ganz kurz hier vorbei. Wie viel ist hier so? Eieiei. Das ging doch jetzt besser voran als erwartet. Wie sieht es bei unserem Zug hier aus? 162 hast du Kapazität. Und hier steht wie viel? Lieber Zug, am besten bevor du da einfährst, ich ändere dich nochmal. Hier kommen nämlich noch ein paar Wagen ran. So. Jawohl. Ah, schaut an, hier liegt jetzt eigentlich auch mal ein bisschen Treibstoff rum. Genau, der holt den Treibstoff. Hier liegt ein bisschen Öl rum. Und hier liegt auch ein bisschen Treibstoff. Wie viel hast du mitgenommen? 26. Es geht langsam voran. Gut, dann würde ich mal sagen, mit welchem Zug sagen wir Tschüss? Vielleicht mit unserem Personenzug, den wir gerade erst verlängert haben. Wo ist er denn? Hat ihn niemand gesehen? Da ist er. Gut, macht es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.